Wenn du gerade zur Schule gehst, studierst oder eine Ausbildung machst, dann wird genau dieses Video dich in den nächsten 5 bis 10 Jahren zum 99,9% zu einem Millionär machen. Aber dafür musst du es natürlich bis zum Ende anschauen und die Gewohnheiten auch wirklich in dein Leben integrieren. Ich selbst habe mein erstes Business in der 9. Klasse gestartet und war dann die nächsten 3 Jahre damit beschäftigt, täglich zu scheitern, Fehler zu machen, aus diesen Fehlern zu lernen und besser zu werden, bis ich dann endlich angefangen habe, über 10.000 Euro im Monat durch Social Media zu verdienen und anderen zu zeigen, wie sie das auch hinbekommen. Hätte ich aber damals schon als 15-Jähriger diese 7 Gewohnheiten in mein Leben integriert, dann wäre ich jetzt mindestens Millionär. Und genauso wie dieses Video mein Leben damals komplett verändert hätte, wird es jetzt dein Leben verändern. Und ich hoffe, du bist dafür bereit, denn wir legen los. Die erste Gewohnheit ist Selbstbewusstsein. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, hä, was soll ein Selbstbewusstsein bitteschön eine Gewohnheit sein? Entweder man ist selbstbewusst oder man ist nicht selbstbewusst. Und das stimmt nicht so ganz, denn Selbstbewusstsein ist vielmehr ein Skill, den sich wirklich jeder aneignen kann und auch aneignen muss, wenn man im Leben erfolgreich werden möchte. Denn du bist wirklich in jeder Lebenssituation besser dran, mit einem guten, starken Selbstbewusstsein, als wenn du kein Selbstbewusstsein oder nur ein sehr schwaches Selbstbewusstsein hast. Wenn wir jetzt als Beispiel so etwas Banales wie ein Verkaufsgespräch nehmen und es spielt wirklich keine Rolle, was du dabei verkaufen musst, ob es ein physisches Produkt ist, eine Dienstleistung, eine digitale Dienstleistung, das ist egal. Das Einzige, was zählt, du hast etwas und du musst es jemandem verkaufen. Dann kannst du in dieses Verkaufsgespräch reingehen mit heruntergesenkten Schultern, unsicher sprechen, Wörter nicht gescheit aussprechen, nicht deutlich sprechen, zu leise sprechen, weil du Angst hast, einen Fehler zu machen, keinen Blickkontakt halten, immer ein bisschen nach unten gucken, zu den Seiten gucken und dann wirst du vielleicht an eine von 1000 Leuten dein Produkt verkaufen und die Person hätte so oder so gekauft, ganz egal, was passiert wäre. Oder du gehst in dasselbe Verkaufsgespräch rein mit demselben Kunden, mit demselben Produkt, aber mit einer guten Körperhaltung, deiner stolzen Brust, du hältst den Blickkontakt, während du sprichst. Du weißt ganz genau, was die Vorteile von deinem Produkt sind, welches Problem sie lösen und vor allem, wie du das Problem beim Kunden findest, wie du das Problem gezielt ansprechen kannst, sodass der Kunde denkt, ey, genau das Produkt brauche ich, bin zu 100% davon überzeugt. Aber das fängt an mit einer guten Körperhaltung, mit einem Blickkontakt, mit einer guten Artikulierung, sodass du dein Gegenüber wirklich von Anfang an auf allen Ebenen schon direkt überzeugst und dann ist es einfach nur eine Frage von ein paar Kleinigkeiten, ob du ihn schlussendlich closed oder nicht. Und ja, das ist schön und gut, aber das ist mir jetzt noch zu viel Theorie. Die eigentliche Frage ist, wie wirst du selbstbewusst? Was kannst du jetzt konkret nach diesem Video mitnehmen, in deinem Leben umsetzen, um selbstbewusst zu werden? Du kannst natürlich den Weg mit Affirmationen gehen und dir einreden, dass du selbstbewusst bist, aber dein Gehirn weiß ganz genau, dass du versuchst, es auszutricksen und das checkt es. Das Gehirn checkt es. Wenn du kein Geld auf dem Konto hast und du keinen Cent auf dem Konto hast, dann bringt es auch nichts, die ganze Zeit zu sagen, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Das Gehirn weiß, dass es nicht stimmt und das triggert dich nur umso mehr. Wenn du übergewichtig bist, wenn du fett bist, dann bringt es nicht zu sagen, ich sehe sportlich aus, ich bin trainiert, ich sehe gut aus. Nein, du bist übergewichtig, du bist fett, du musst deinen Ist-Zustand erkennen. Hätte ich damals meinen Ist-Zustand nicht erkannt, hätte ich nicht erkannt, ey, ich habe Übergewicht, meine Form ist scheiße, ich muss wirklich trainieren gehen. Ich habe kein Geld auf dem Konto, ich muss anfangen Geld zu verdienen. Ich habe schlechte Noten, ich muss irgendwie lernen, dass ich nicht durchfalle und lebenslang in der Schule bleibe. Hätte ich das nicht erkannt, dann hätte ich es nicht geschafft, einen Einserschnitt zu bekommen. Ich hätte es nicht geschafft, mein eigenes Business aufzubauen und ich hätte es auch nicht geschafft, meine Traumform zu erreichen, wenn ich nicht den Ist-Zustand erkannt hätte. Das heißt, erkenne den Ist-Zustand so, wie er ist. Aber von da aus fangen wir an, uns zu verbessern. Von da aus fängst du an, deine ersten Erfolge zu machen. Denn das, was dein Selbstbewusstsein durch die Decke gehen lässt, sind die Erfolge. Wenn du weißt, ey, ich bin zwar fett, aber ich habe 5 Kilo abgenommen, ich bin vielleicht immer noch fett, aber ich habe 5 Kilo abgenommen, das ist ein Erfolg. Das pusht dein Selbstbewusstsein. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Je mehr du dein Selbstbewusstsein durch Erfolge pusht, desto mehr Selbstbewusstsein hast du. Und mit mehr Selbstbewusstsein kannst du größere Erfolge erzielen. Das ist so ein positiver Kreislauf, der einfach kein Ende in sich hat. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, Erfolge zu erzielen. Eigentlich ist es schon einfach, und dafür muss man eine Sache verstehen. Und das ist Gewohnheit Nummer 2. Du musst eine Stresstoleranz aufbauen. Du musst lernen, Probleme, die in dein Leben kommen, sofort zu lösen. Nicht zu zögern, nicht zu warten, dass das Problem sich von alleine löst, dass es sich irgendjemand anders für dich dieses Problem löst. Nein, du hast ein Problem, du gehst direkt ran und löst dieses Problem. Dafür musst du natürlich jeden Tag aufs Neue deine Komfortzone verlassen. Alle Hindernisse, die irgendwie in deinen Weg kommen, sind eigentlich Geschenke. Denn daran kannst du wachsen, du kannst besser werden, du kannst lernen, besser werden, stärker werden und die Erfolge erzielen, die du brauchst, um dein Selbstbewusstsein zu pushen. Das heißt, durch eine hohe Stresstoleranz, die du aufbaust, kannst du mehr Erfolge erzielen. Durch mehr Erfolge hast du mehr Selbstbewusstsein. Durch mehr Selbstbewusstsein hast du automatisch auch eine höhere Stresstoleranz. Das ist wieder ein Kreislauf, ein positiver Kreislauf. Und da wollen wir reinkommen. Und wenn du keinen weiteren wertvollen Content verpassen möchtest, dann lass schon mal ein Abo und einen Daumen nach oben da. Für dich sind es nur 2 kurze, kleine Klicks,
Für mich ist es aber was ganz Besonderes. Und wir machen weiter mit der dritten Gewohnheit, das Investment in sich selbst. Du hast bestimmt schon einmal den Spruch gehört, das beste Investment, was du tätigen kannst, ist das in dich selbst. Und ich kann dir sagen, das stimmt zu 110%. Ich gehe sogar so weit und sage, dass jemand, der nicht einmal bereit ist, ein paar hundert Euro im Monat in sich selbst, in seine eigene Entwicklung zu investieren, in seinem Leben niemals nur ansatzweise erfolgreich werden kann und wahrscheinlich nicht mal Durchschnitt werden wird. Und ich weiß, wovon ich rede, denn meine Mitschüler haben zu Abi-Zeiten hunderte Euro im Monat ihr gesamtes Geld für Feiern gehen, Clubbesuche, Zigaretten, Alkohol, weitere schädliche Substanzen und unnötige Dinge ausgegeben, während ich mein gesamtes Geld, was ich mir hart erarbeitet habe, 12.500 Euro in Bücher, Videokurse, Seminare und andere Dinge investiert habe, die mir dann die Skills beigebracht haben oder dank denen ich mir dann die Skills aneignen konnte, die ich gebraucht habe, um noch mehr Geld zu verdienen. Und jetzt befinden die sich in ihrem zweiten oder bestenfalls vierten Semester und werden in 3 Jahren dann so viel Geld verdienen, wie ich schon in meinen ersten Monaten nach dem Abi verdient habe. Und ich kann mein Traumleben leben und das nur, weil ich bereit war, Geld zu nehmen, in mich selbst zu investieren und nicht für unnötige Dinge rauszuwerfen. Aber damit du überhaupt die Zeit hast, dich in den Bereichen weiterzubilden und dir die Skills anzueignen, die du brauchst, um wirklich gutes Geld zu verdienen, musst du lernen zu delegieren. Und das ist auch Gewohnheit Nummer 4, das Delegieren. Und an alle Lehrer, schaltet das Video an dieser Stelle bitte ab, denn das, was ich jetzt sage, ist zwar die Wahrheit, aber es wird dich garantiert zum Heulen bringen. Du musst lernen zu delegieren. Du musst lernen, nur so viel für die Schule zu machen, wie du machen musst, um zu bestehen und nicht mehr, denn ansonsten verschwendest du deine unfassbar wertvolle Zeit. Mach zum Beispiel deine Hausaufgaben niemals selbst. Du wirst immer jemanden in der Klasse finden, der die Hausaufgaben für dich macht. Gib ihm was dafür, sei nett zu ihm oder zu ihr, keine Ahnung. Aber finde eine Person, die die Hausaufgaben für dich macht und dir immer die Lösung davon schickt. Weil ich meine, die Person muss die Hausaufgaben so oder so machen. Ob sie dir dann die Lösungen schickt oder nicht, ist ja auch egal. Sparst du da schon mal extrem wertvolle Zeit ein. Wenn du Gruppenarbeiten hast, Gruppenreferate, irgendwelche anderen Präsentationen, dann mach wirklich immer die leichtesten Aufgaben davon. Mach am besten gar nichts, aber solltest du doch aus irgendeinem Grund eine Kleinigkeit machen müssen, dann mach die leichteste Aufgabe von allen und gib alle anderen, vor allem zeitintensiven Aufgaben, den anderen ab. Die sollen die anderen für dich machen und du machst dann einfach nur das Nötigste, ein bisschen was. Aber ganz wichtig, wenn dein Ziel ist, irgendwie Jura zu studieren oder Medizin, dann brauchst du natürlich einen guten Schnitt. Dann kannst du nicht mit dieser Vorgehensweise durch die Schule gehen. Aber weil du dieses Video angeklickt hast, gehe ich mal davon aus, dass du richtiges Geld verdienen möchtest und dementsprechend brauchst du deinen Schulabschluss nicht, um später damit unbedingt einen 1-0-Schnitt irgendwo studieren zu gehen, sondern einfach, damit du ihn halt hast. Ich habe auch meinen Schulabschluss gemacht, daran ist absolut nichts verkehrt, aber du sollst nicht deine wertvolle Zeit verschwenden, sondern deine Zeit, die du hast, wirklich sinnvoll nutzen und in dich selbst investieren. Also denk bitte dran, das Einzige, was noch schlimmer ist, als zu viel Zeit in die Schule zu investieren, ist so wenig Zeit zu investieren, dass du durchfällst. Weil dann musst du ein Jahr länger in der Schule sein und das wollen wir um jeden Preis vermeiden. Wir wollen so schnell wie möglich durchkommen, sodass du dann 100% Vollgas mit deinem Business geben kannst. Und die fünfte Gewohnheit ist, konzentriere dich auf dein aktives, nicht auf dein passives Einkommen. Und boah, hätte ich das Prinzip dahinter bloß früher verstanden. Also bitte, mach nicht denselben Fehler wie ich und konzentriere dich auf dein aktives Einkommen. Investments werden dich nicht reich machen. Du wirst nicht reich durch Investieren. Ich gehe sogar so weit und sage, dass du in den ersten Jahren deiner Selbstständigkeit nichts, absolut nichts investieren sollst, außer wenn du Investments in dich selbst und in dein eigenes Unternehmen tätigst. Denn wenn du nicht einmal 1.000 Euro im Monat verdienst, was willst du dann investieren? Willst du 100 Euro monatlich beiseite legen und in ETFs stecken? Okay, wow, wenn alles gut verläuft, dann bist du in 50 Jahren bei 348.000. Und was sind die dann wert? Wahrscheinlich nicht mal ein Drittel oder ein Viertel davon, was die jetzt wert sind. Toll, und dann hast du in deiner Rente ein bisschen Geld beiseite gelegt. Aber was willst du damit machen? Bis dahin können viel zu viele Faktoren eintreten, dass dieser Zeitpunkt nicht mal zustande kommt, dass dieses Szenario nicht mal zustande kommt. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen so schnell es geht zum Millionär werden. Und so schnell es geht heißt nicht in 1-2 Wochen oder in 1-2 Monaten. Nein, 5 oder 10 Jahre sind schon extrem schnell und aber auch absolut machbar und absolut realistisch. Das ist unser Ziel. Und durch Investieren wirst du nicht in 5 oder 10 Jahren zum Millionär. Das ist mathematisch gesehen unmöglich. Außer du schaffst es, ein extrem hohes aktives Einkommen zu erzielen. Und das sollte dein Ziel sein. Du musst es schaffen, ein extrem hohes aktives Einkommen zu erzielen. Denn dann kannst du durch dieses hohe aktive Einkommen auch viel Geld beiseite legen, viel Geld investieren, was sich dann vermehrt. Denn Investments machen dich nicht reich, aber sie machen dich noch reicher und behalten dein Geld. Aber dazu kommen wir gleich.
Wichtig ist, dass du jetzt verstehst, du musst dich auf dein aktives Einkommen konzentrieren. Hätte ich damals, wo ich mit meiner Selbstständigkeit begonnen habe, nicht irgendwie in Krypto, Aktien, Sneaker und alles mögliche investiert, sondern alles in meine eigene Entwicklung, noch mehr als ich eh schon getan habe und vor allem in mein eigenes Unternehmen, sprich mir die beste Kamera geholt, das beste MacBook geholt, Lichter geholt, Geld in einen Cutter investiert und so weiter, dann wäre ich jetzt noch viel weiter, als ich jetzt eh schon bin. Aber man lernt aus Fehlern. Ich habe die Fehler schon für dich gemacht, sodass du sie nicht mehr nachmachen musst. Setz einfach das um, was ich dir jetzt sage. Und die beste Möglichkeit, um in 2024 dir ein gutes, aktives Einkommen aufzubauen, ist das TikTok Creator Rewards Programm. Denn es bezahlt dich für die Videos, die du bei TikTok postest. Und das Geniale daran ist, du musst nicht mal dein Gesicht vor der Kamera zeigen, um TikTok-Videos hochzuladen. Denn auch ich habe es geschafft, obwohl ich komplett bei Null gestartet habe, über 6.700 Euro mit nur einem TikTok-Account in nur einem Monat zu verdienen. Und ich habe mittlerweile über 6 TikTok-Accounts monetarisiert. Das heißt, jedes Video, was ich auf diesen Accounts poste, wird von TikTok bezahlt. Ich kriege täglich Geld durch simple TikTok-Videos und du kannst es auch schaffen. Natürlich brauchst du dafür das richtige Wissen und auch die richtigen Strategien, aber genau deshalb habe ich mein gesamtes Wissen, meine gesamten Erfahrungen, meine gesamten Strategien und Skills, die ich gelernt habe in dieser Zeit, in eine Videoanleitung gepackt und sie für dich zur Verfügung gestellt. Du kannst jetzt ganz einfach die Impact Media Videoanleitung sichern und das in Kombination mit dem Zugang zur exklusiven Impact Media Community. Du hast durch Impact Media nicht nur die perfekte Step-by-Step-Videoanleitung, sondern in der Gruppe auch 24/7 Support von mir, meinem Team und den ganzen erfolgreichen Mitgliedern, die dir weiterhelfen werden, sodass du schnellstmöglich die Inhalte aus dem Kurs umsetzen kannst und in der Praxis wirklich erfolgreich wirst und auch schnell dein erstes Geld verdienst und dir somit dein aktives Einkommen aufbaust. Du kannst dir zuerst einmal den kostenlosen Zugang zu Impact Media sichern und die gratis Inhalte genießen. Schreib dafür in die Kommentare das Wort Geld verdienen und ich schicke dir dann den Link mit dem kostenlosen Zugang zu. So, ich hoffe, du hast den Kommentar geschrieben. Machen wir also weiter mit Gewohnheit Nummer 6. Konzentriere dich auf deine EPAs, deine einkommensproduzierenden Aktivitäten. Das ist ganz einfach gesagt die Dinge, die, wenn du sie machst, dir aktiv Geld einbringen. Und es ist eigentlich so simpel und dennoch checken es viele nicht beziehungsweise schaffen es nicht umzusetzen, denn so einfach es auch in der Theorie ist, umso schwerer ist es in der Praxis. Denn du musst einfach das machen, was dir Geld bringt. Klar, je mehr du davon machst, desto reicher bist du. Da kommen aber zwei Probleme ins Spiel. Erstens musst du überhaupt erstmal rausfinden, was deine EPAs sind. Und zweitens gibt es auch viele falsche EPAs. Das sind Dinge, die viel zu viel Zeit kosten und dir im Gegenzug zu wenig Geld einbringen. Ein Minijob zum Beispiel ist keine gute EPA. Du kannst natürlich den ganzen Tag Minijobs machen, den ganzen Tag für 10, 12 Euro die Stunde arbeiten, aber das würde dich nicht wirklich voranbringen im Leben. Wenn du aber schaffst, einen Job zu finden, das muss kein konkreter Job sein, sondern es kann irgendwas online sein, zum Beispiel irgendeine andere Art von Einkommen, wo du pro Stunde dann nicht 10 oder 12 Euro bekommst, sondern 50 Euro bekommst, dann ist die Rede schon von einem EPA. Und diese Dinge musst du finden. Und es kann leider Monate oder teilweise Jahre dauern, bis du die richtigen EPAs findest. So war das auch bei mir der Fall. Ich musste so lange strugglen. Ich habe so viel Zeit und Kraft investiert, bis ich meine EPAs gefunden habe. Und wo ich es dann gefunden habe, ging es auf einmal durch die Decke. Diese Zeit und Kraft hätte ich mir echt gerne gespart. Leider hatte ich nicht die Möglichkeit oder habe mich nicht gut genug erkundigt, wie ich hätte mir diese Zeit und Kraft sparen können. Du hast jetzt aber die Möglichkeit, denn dank Impact Media schaffst du es innerhalb kürzester Zeit, TikTok zu deiner EPA zu machen, durch TikTok ein sehr gutes, aktives Einkommen zu erzielen. Und hier kommen wir jetzt auch schon bei Gewohnheit Nummer 7 an. Das, was du mit deinem aktiven Einkommen machst. Denn Gewohnheit Nummer 7 ist Sparen und Investieren. Und nein, keine Sorge, ich bin nicht verrückt. Ich habe dir vorher nicht 2 Minuten lang eingeredet, warum du am Anfang deiner Selbstständigkeit nicht investieren solltest, außer jetzt in dich selbst und in dein eigenes Unternehmen, um dir jetzt zu sagen, dass du doch sparen und investieren sollst. Keine Sorge. Ich habe das extra so aufgebaut, damit du verstehst, wie wichtig das aktive Einkommen ist. Um Geld zu verdienen, um reich zu werden, brauchen wir aktives Einkommen. Aber um dieses Geld zu behalten, denn das ist noch schwerer, als das Geld zu verdienen, da kannst du mir glauben. Denn je mehr Geld du hast, desto mehr Verlockungen hast du, das Geld auszugeben, unnötige Kredite anzunehmen, unnötig dich zu verschulden. Um genau dieses Geld zu halten, brauchst du die zweite Säule. Und die zweite Säule ist dein passives Einkommen bzw. erstmal deine Investments. Das heißt, ein Teil von dem Geld, was du jetzt verdienst, sagen wir 10%, kannst du beiseite legen und dann kannst du es in verschiedene Dinge investieren. Egal, ob es jetzt Aktien sind, Krypto, Gold, ETFs, da musst du dich einfach gut genug informieren und dann das Geld da rein investieren. Zuerst einmal ist es wichtig, dass du einen Teil von deinem Einkommen einfach beiseite legst. Sagen wir 10%, legst du konstant beiseite. Du fokussierst dich nicht auf diese 10%. Du baust damit langsam dein Vermögen auf.
konzentrierst dich auf dein aktives Einkommen. Denn wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst und 1.000 Euro beiseite legst, hast du schon mal in einem Monat fast so viel beiseite gelegt, wie wenn du 1.000 Euro im Monat verdienst und dann halt dementsprechend mal 100 Euro beiseite legst nach einem Jahr. Also das heißt, du kannst in einem Monat locker so viel beiseite legen, wie andere in 20, 30 oder 40 Jahren, wenn sie genau dieselben 10% beiseite legen würden, einfach aufgrund von deinem aktiven Einkommen. Und das musst du verstehen. Versuche dein aktives Einkommen so hoch wie möglich zu halten und immer zu steigern, immer zu steigern, immer zu steigern, denn dann kannst du auch mehr beiseite legen und dann wirst du durch dein aktives Einkommen wirklich reich und baust durch deine Investitionen, durch dein Sparen Vermögen auf. Und dann geht es so Hand in Hand, zack, zack, zack und schon bist du an dem Punkt, wo du deine erste Million hast. So, und somit sind wir am Ende vom Video angekommen. Du hast 7 unglaublich mächtige, wertvolle Tools zur Hand bekommen, die du anwenden kannst in deinem Leben, um schnellstmöglich deine erste Million zu verdienen. Und jetzt liegt alles in deiner Hand. Setzt du diese Dinge wirklich in deinem Leben um oder bleibt es einfach dabei, dass du dir das Video nebenbei beim Essen angehört hast und jetzt wie gewohnt mit deinem Alltag fortfährst? Ich bin mir sicher, und das solltest du dir auch sein, dass du für deutlich, deutlich mehr bestimmt bist, als du gerade in deinem Leben noch hast.